Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 45. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten. Gedenkstätte Hadamar unterstützen, gemeinsame Verantwortung wahrnehmen, 205175. Und ich darf als erstem Redner das Wort erteilen dem Kollegen Dr. Stefan Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 21. Dezember des Jahres 1932 wird Gertrud Stockhausen, Hausfrau aus Bärbroich im Rheinland und Mutter des Komponisten Karl-Heinz Stockhausen, in die Heil- und Pflegeanstalt Kalkhausen eingewiesen. Die Diagnose damals Schizophrenie. 9 Jahre später, am 27. Mai 1941, wird Gertrud Stockhausen mit dem Bus in die Anstalt Hadamar transportiert. Einem grauen Bus mit der Aufschrift gemeinnütziger Krankentransport. Noch am selben Tag wird sie in der Gaskammer in Hadamar ermordet. Meine Damen und Herren, das Schicksal von Gertrud Stockhausen steht exemplarisch für 15.000 weitere Opfer allein in Hadamar. Die Geschichte der Opfer der Euthanasieverbrechen ist in Deutschland aber noch nicht lückenlos aufgeklärt. Erst seit 2014 wird mit einem Denkmal in Berlin zentral an das Verbrechen der Kranken- und Behindertenmorde erinnert. In Hessen ist es vor allem Aufgabe der Gedenkstätte in Hadamar, das Schicksal dieser Opfer für uns sichtbar zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die ehemalige Heilanstalt Hadamar gehörte nämlich ab 1940 zu den 6 zentralen Tötungsanstalten der Aktion T4. Mit diesem Begriff wird heute die zentral organisierte sogenannte Erwachsenen-Euthanasie der Nazis bezeichnet. Was weniger bekannt ist, von 1942 bis 1945 wurde in Hadamar darüber hinaus im Rahmen der sogenannten dezentralen Euthanasie getötet, und zwar mit überdosierten Medikamenten, systematischer Vernachlässigung und Hunger. Meine Damen und Herren, der Mönchberg in Hadamar ist deswegen ein besonderer Ort. Das ist die einzige der Tötungsanstalten, in der die Nazis sowohl im Rahmen der Aktion T5 wie auch im Rahmen der dezentralen Euthanasie gemordet haben. Die Vielschichtigkeit und Grausamkeit der Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus wird hier gerade besonders deutlich. Und um es deutlich zu sagen, in Verbindung mit den Voranstalten war Hadamar zentraler Teil einer Mordmaschine mit vielen Tätern. Hadamar ist bis heute ein authentischer Ort. Wer die Kellertreppe hinuntergeht zur Gaskammer, kann sich dem Schrecken nicht entziehen. Die Verfügung in der Akte, verlegt nach Hadamar, bedeutete oft das Todesurteil. So auch bei Gertrud Stockhausen. Nur wenige überlebten oder entkamen dem Tode knapp, weil Verwandte sie rausholten. Das war bei Gertrud Stockhausen nicht der Fall. Ihr half keiner. Meine Damen und Herren, durch die Neukonzeption der Dauerausstellung und der Gedenkstätte sollen die Besonderheit von Hadamar zukünftig noch stärker Rechnung getragen werden. Und, meine Damen und Herren, das ist gut so. Denn die alte Dauerausstellung ist mittlerweile 30 Jahre alt. Die historische Aufarbeitung ist überholt. Und auch in der Gedenkstättenpädagogik hat sich seitdem viel getan. Meine Damen und Herren, die Arbeit der Gedenkstätte Hadamar ist für uns unverzichtbar. Sie ist unverzichtbar für die Angehörigen. Jährlich gehen 200 Anfragen ein. Und Antworten auf die Fragen der Angehörigen zu finden, ist eine der zentralen Aufgaben der Gedenkstätte und des Archivs. Ihre Aufgabe ist aber auch, dass wir als Gesamtgesellschaft nicht wegschauen. Und so steht Hadamar als besucherstärkste Gedenkstätte in Hessen, auch für die NS-Opfer in Hessen insgesamt. Meine Damen und Herren, es ist daher zu begrüßen, dass die Neukonzeption und die Erweiterung vom Land Hessen jetzt mit 4 Millionen Euro, vom Bund mit 5,5 Millionen Euro und dem Landeswohlfahrtsverband mit ebenfalls 4 Millionen gemeinsam finanziert wird. Meine Damen und Herren, es ist auch unsere gemeinsame Verantwortung.
Die gestiegene institutionelle Förderung des Landes und der Landeszentrale für politische Bildung tragen zudem dazu bei, dass zukünftig auch ein Schwerpunkt auf die digitale Vermittlung gelegt werden kann. 2019 besuchten 22.000 Menschen die Gedenkstätte. 61% davon waren Schülerinnen und Schüler. Und daher ist auch die pädagogische Begleitung durch abgeordnete Lehrkräfte von zentraler und besonderer Bedeutung. Meine Damen und Herren, die Arbeit mit jungen Menschen ist auch deshalb unverzichtbar, weil Hadamar nicht nur Vergangenes ist. Es geht auch um die kritische Beschäftigung mit der Normalität, um unseren Umgang mit Dingen, die vermeintlich nicht normal sind. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat daher immer auch Einfluss auf unsere heutige Gesellschaft. Wenn Sie müssten bitte zum Ende kommen, Herr Kollege. Wenn Menschen entsprechend aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, dann verliert unsere Gesellschaft Zusammenhalt, Menschenwürde und Würde an sich. Mensch achte dem Menschen steht deswegen zu Recht auf dem Gedenkstein in Hadamar. Meine Damen und Herren, es ist die Aufgabe der Gedenkstätte, zu sensibilisieren, aufzuklären, die Erinnerung wachzuhalten und den Opfern einen Ort und eine Stimme zu geben. Lassen Sie uns die Gedenkstätte bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe gemeinsam unterstützen. Daher soll dieser gemeinsame Antrag dienen. Ich finde, das ist der demokratischen Mitte mit diesem Antrag auch sehr, sehr gut gelungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Nächster Redner ist der Abgeordnete Tobias Utter für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als ich vor Jahren zum ersten Mal im Keller der Gedenkstätte Hadamar den Raum betrat, in dem ca. 10.000 Menschen zu Tode kamen, da hat es mir die Luft zum Atmen genommen. Die Beklemmung in diesem Raum war für mich übermächtig. Ich finde es richtig und gut, dass man heute diesen Raum nur noch von außen betrachten kann, denn es ist, auch wenn es nur ein schlichter, gekachelter Raum ist, ein Tatort, ein Ort des technisierten Massenmordes. Die Gedenkstätte Hadamar ist heute ein Ort des Erinnerns und auch des Trauerns. Hier hatten die Nationalsozialisten zwischen 1941 und 1945 annähernd 15.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet. Die Opfer wurden in einem sogenannten Euthanasieprogramm vergast, durch Injektionen getötet oder durch gezielt eingesetzte Hungerkost ums Leben gebracht. Und wie perfide, die Angehörigen wurden mit erfundenen Todesursachen systematisch belogen. Das vernichtende Urteil lebensunwert wurde auf Basis von angeblich wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen. Die Erfahrungen mit der Euthanasie sind eine Mahnung nicht nur für Hessen und Deutschland, sondern für die ganze Menschheit. Leben nach seiner Nützlichkeit zu bewerten, ist ein Zivilisationsbruch, der in die Unmenschlichkeit führt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss für alle Menschen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens gelten. Applaus
Gedenkstätten wie die in Hadamar sind ein wichtiger Bestandteil unserer Erinnerungskultur. Sie regen auf anschauliche Weise zur generationsübergreifenden Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen an. Aus abstrakten Zahlen werden menschliche Schicksale, so wie es gerade zuvor beschrieben wurde. Ich finde besonders ergreifend das Erinnerungsbuch mit den Namen der Opfer. Zurzeit ist es durch einen Sichtschutz vom Rest der Ausstellung abgeschirmt, doch es wird in Zukunft in einer ruhigeren Umgebung aufbewahrt, um einen würdigeren Rahmen besonders für die persönliche Trauer zu ermöglichen. In vielen Opferfamilien war das Thema jahrzehntelang ein Tabu. Zum einen, weil es ein Tabu war, über Behinderungen und psychische Erkrankungen überhaupt zu reden. Zum anderen, weil mit dem Versprechen, ja mit der Lüge, man werde sich um das Kind, die Schwester, den Onkel kümmern, die Einwilligung zum Abtransport erschlichen wurde. Heute ist es oftmals die Enkelgeneration, die nach dem Schicksal der Verwandten fragt und mit der schrecklichen Wahrheit konfrontiert wird. Die Gedenkstätte in Hadamar betreibt seit vielen Jahren eine aktive, engagierte, aber, wie ich auch finde, sensible Gedenkstättenarbeit, was sich auch an den steigenden Besucherzahlen widerspiegelt. Angesichts des gestiegenen Interesses an einem Gedenkstättenbesuch ist es sehr zu begrüßen, dass nun auf Grundlage von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Neukonzeption umgesetzt werden kann. Hierbei, es wurde schon erwähnt, leisten das Land Hessen mit 4 Millionen, der Bund mit über 5 Millionen, aber auch der Landeswohlfahrtsverband mit 4 Millionen ihren Beitrag, damit dies wirklich sehr gut umgestaltet werden kann. Hinzu kommt noch, dass wir die Mittel generell in unserem Haushalt nun verdoppelt haben. Das hilft bei der Bereitstellung von Lehrkräften, aber auch für die institutionelle Arbeit. Und vor allen Dingen das pädagogische Konzept kann dort noch verbessert werden. Ich freue mich auch, dass die Landeszentrale für politische Bildung hier unterstützend mit ihrem Know-how und finanziellen Mitteln dabei ist, vor allen Dingen, was die Digitalisierung angeht. Denn im Zuge der Neukonzeption sollen neue digitale Angebote geschaffen werden, die besonders Jugendlichen den Zugang erleichtern sollen, sich mit dem Verbrechen der Nationalsozialisten und den Schicksalen ihrer Opfer auseinanderzusetzen. Sie müssten bitte zum Ende kommen, Herr Kollege. Die CDU sieht es als herausragende Pflicht an, durch die Pflege der Gedenkstätte die Erinnerung an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte wachzuhalten und für das beherzte Eintreten für unsere Demokratie zu werben. Die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Vielen Dank, Herr Utter. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor einigen Jahren fiel mir bei einer Recherche für einen wissenschaftlichen Aufsatz ein Manuskript des früheren Aachener Hochschulrektors August Hertwig in die Hände. In dessen Lebenserinnerungen berichtete der Hochschullehrer über seinen Sohn Rolf, der während seines Studiums 1931 psychisch erkrankte und in die geschlossene Heilanstalt Eberswalde eingewiesen wurde. 10 Jahre darauf erhielten seine Eltern eine Mitteilung, dass ihr Sohn aus Eberswalde nach Bernburg an der Saale verlegt worden sei. 14 Tage darauf erreichte sie bereits die Todesanzeige. Die Eltern wussten, dass ihr Sohn umgebracht wurde, denn Hertwig beschrieb, dass, Zitat, während der Kriegszeit die Befehle ergingen, die Anstalten von allen unheilbar Kranken zu befreien seien.
Zitat Ende. Was hinter dem Euphemismus befreien zu verstehen war, war jedem klar. Dieses schreckliche Einzelschicksal war eines von über 200.000. Diese Morde wurden durch die sogenannte Aktion T4 an körperlich, geistig und seelisch kranken Menschen verübt, da die Nationalsozialisten unter erbbiologischen und rassistischen Wahnvorstellungen litten und diese zum Kernbestandteil ihrer Ideologie erhoben hatten. Darüber hinaus waren es materielle Gründe, die Ärzte und Pflegepersonal zu Mördern werden ließen. Denn man wollte Geld sparen für den Krieg. Wer aber die Opfer waren und welche Leidensgeschichten sie durchlebten, bleibt überwiegend nebulös. Daher ist es gut und wichtig, dass das Land Hessen die Gedenkstättenarbeit verstärkt finanziell fördert. Denn indem man die Lebensgeschichten, insbesondere der Opfer, aber auch der Täter nachzeichnet, gibt man ihnen wieder ein Gesicht. Einer der wenigen Historiker, der sich frühzeitig mit den Euthanasie-Opferbiografien beschäftigte, ist Götz Ali. Er versucht mit seiner Herangehensweise das jahrzehntelange Schweigen zu brechen, denn viele Angehörige haben bis heute ein schlechtes Gewissen. Götz Ali verurteilt aber das Verhalten der Opferangehörigen nicht, so sagt er, Zitat, wir Heutigen sollten uns nicht leichtfertig über die Eltern, Geschwister und Gatten erheben, die damals wankten. Denn nicht wenige Angehörige waren ohnehin überfordert und vom Nazistaat dazu noch propagandistisch, psychisch und materiell unter Druck gesetzt. Nicht zu vergessen, dass Eltern sogenannter erbkranker Kinder jegliche finanzielle Unterstützung verloren. Aber es gab glücklicherweise auch mutige Personen, die gegen die Tötung körperlich behinderter und geistig kranker Menschen aufbegehrten. Einer von ihnen war der Löwe von Münster, Clemens August Graf von Galen, der die Euthanasie öffentlich als glatten Mord bezeichnete, Strafanzeige stellte und damit eine kurzfristige Einstellung der Morde erreichte. Dass aber die Euthanasiemorde ohne größeren Widerspruch bis zum Jahr 1941 der Bevölkerung durchgeführt werden konnten, zeigte den Naziführern, dass noch größere Verbrechen möglich waren. Verbrechen, die mit der Ermordung von 6 Millionen Juden endeten. Dass auch Wehrmachtssoldaten und Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs, die an der Front Gehirnschäden erlitten bzw. den Verstand verloren hatten, in den Tötungsanstalten wie Hadamar umgebracht wurden, wurde erst vor wenigen Jahren bekannt und ist bisher kaum erforscht. Dies liegt unter anderem daran, da ermordete Wehrmachtsangehörige bis heute nur schwer in das einfache Täter-Opfer-Schema eingeordnet werden. Doch auch sie waren Ziel technokratischer Menschenfeindlichkeit geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Dass viele dieser Soldaten aus den unteren gesellschaftlichen Schichten kamen und über keine festen familiären Bindungen verfügten, erleichterte deren Ermordung. Denn für ihre Entlassung setzte sich niemand ein. Für uns als Alternative für Deutschland ist es daher wichtig, dass die Gedenkstättenarbeit auch in Hadamar weiter verstetigt wird. Aus diesem Grund werden wir dem Antrag zustimmen. Dennoch hätten wir noch eine Frage an die antragstellenden Fraktionen CDU, Grüne, SPD und FDP. Sie führen bereits im Titel auf, dass Sie gemeinsame Verantwortung wahrnehmen möchten. Für uns bedeutet Gemeinsamkeit, dass man alle Fraktionen die Möglichkeit gegeben hätte, hier ein Zeichen für das Gedenken an die Opfer gegen das NS-Regime zu setzen. Dieses Zeichen haben Sie leider verpasst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Löber für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Gedenkstätte Hadamar hat sich als zentraler Ort des Erinnerns und Gedenkens für die Opfer der grausigen Verbrechen der Euthanasie der Nationalsozialisten entwickelt. Euthanasie war ein zentraler Begriff der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Unzählige Menschen wurden als unnütz, unproduktiv, lebensunwert bezeichnet und daraufhin ermordet, gequält, verwundet, verkrüppelt
zwangssterilisiert. Hadamar steht nun als Synonym für die Euthanasieverbrechen an tausenden Frauen, Männern und Kindern. Die Gedenkstätte bietet gerade als ein authentischer Ort und mit ihren authentischen Inhalten besondere Eindrücke und Erlebnisse, die das unmenschliche Leid, das den unschuldigen Opfern zugefügt wurde, erahnen lassen. Die Verbrechen, die in Hadamar verübt wurden, waren nicht weit weg, sondern immer besonders präsent. Die dort wohnenden Menschen sahen die grauen Busse mit verdunkelten Fenstern durch die Straßen von Hadamar zu den Gebäuden der damaligen Landesheilanstalt fahren. Sie sahen aus dem Schornstein den Rauch der verbrennenden Leichen in den Krematorien aufsteigen. Die Konfrontation mit den Originalräumen. Der Busschuppen wurde wieder aufgebaut, der Krankensaal beherbergt die jetzige Dauerausstellung. In den Zimmern der Administration und ärztlichen Untersuchung sind jetzt Büro und Tagungsraum. Der Keller mit der gekachelten Gaskammer, den Gängen, den Fundamenten der Krematorien und dem Sektionsraum ist zugänglich, hinterlässt einen tiefen, erschütternden Eindruck von konkreter Realität. Den letzten Gang, Kollege Utter hat es eben auch gesagt, der Opfer selber zu gehen, hat mich bei meinem Besuch der Gedenkstätte Hadamar tief bewegt und erschüttert. Verantwortung und Auftrag, dass sich Ähnliches nicht wiederholt, hat die Gedenkstätte Hadamar angenommen. Sie informiert über die an Kranken und Behinderten begangenen Verbrechen. Sie trägt damit auch als zentrale Gedenkstätte zur Aufklärungs- und Bildungsarbeit bei, um gerade der jüngeren Generation den Zugang zu dieser Vergangenheit zu eröffnen. Der Landeswohlfahrtsverband trat mit seiner Gründung 1953 und der Übernahme ehemaliger zum Zwecke der Menschenvernichtung missbrauchten Heil- und Pflegeanstalten ein schweres Erbe an. Deshalb fühlt sich der Landeswohlfahrtsverband besonders verantwortlich, die Erinnerung in diesen Einrichtungen als Orte des Gedenkens wachzuhalten. Gedenkstätten werden für unser Erinnern immer wichtiger, da es kaum noch Zeitzeugen gibt, die uns von den Verbrechen erzählen können. Politisches Desinteresse, Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal anderer, Vorrang persönlicher Bedürfnisbefriedigung auf Kosten anderer Menschen sind allgegenwärtige Verhaltensweisen, die schon einmal den Boden bereitet haben für Ausgrenzung und Vernichtung von Menschen. Somit müssen wir besonders wachsam sein, uns erinnern und aufklären über den aktuellen Bezug der Gedenkstätte. Wir wollen uns weiterhin für die Gedenkstätte Hadamar einsetzen und diese zu einem dauerhaften Ort des Erinnerns und damit des Lernens für die Gegenwart und Zukunft machen. Wir müssen aus dem grausigen Geschehen lernen, wachsam zu bleiben. Die Inschrift auf der Stele des Gedenkfriedhofs in Hadamar, Mensch, achte den Menschen, verweist auf die im Grundgesetz postulierte Menschenwürde. Damit ist das Erinnern und Gedenken an die Opfer der Euthanasie ein notwendiges Erleben für uns alle zu jeder Zeit. Mensch, achte den Menschen. Vielen Dank, Frau Löber. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Rolf Kahnt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gedenkstätte in Hadamar hält die Erinnerung wach an tausende Opfer der Euthanasiemorde des Naziregimes. Von Januar bis August 1941 wurden dort über 10.000 Menschen
mit körperlicher oder geistiger Behinderung in Gaskammern ermordet. In einer zweiten Mordphase war die ehemalige Landesheilanstalt erneut Tötungsanstalt. Weitere 4.500 Menschen wurden dort im August 1942 bis zum März 1945 durch Hungerkost, vorenthaltene Medikamente oder Gabe von überdosierten Medikamenten ermordet. Die Gedenkstätte verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit Biografien zu Opfern und Tätern. Damit wird ihnen ein Gesicht gegeben. Besuchern wird damit das Unfassbare des Geschehens, die Bestialität und Monstrosität der NS-Tötungsmaschinerie spürbar und nachvollziehbar nachgebracht und nähergebracht. Es ist und bleibt unsere historische Verantwortung und es liegt an uns, Erinnerung und Gedenken auch an diese Opfer und an ihr unsägliches Leid nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das ist heute notwendiger denn je. Es ist geradezu erschreckend. Immer weniger junge Menschen wissen Bescheid über die Gräueltaten der Nazizeit. Diese Entwicklung ist nicht länger hinnehmbar. Wir müssen daher mehr Betroffenheit erzeugen. Und der Antrag, meine Damen und Herren, leistet auch einen wichtigen, wenn auch nur indirekt und dringlichen und notwendigen Widerstand gegenüber wirklich abscheulichen und widerlichen Ansätzen oder Äußerungen von rechtsextremen Vertretern, die mit der 180-Grad-Wende die NS-Verbrechen verharmlosen oder sogar ausklammern wollen. Meine Damen und Herren, man kann auch nachvollziehen, warum diese bei diesem Antrag außen vor bleiben sollen. Deshalb ist es notwendig, auch mit Hadamar, einem notwendigen Ort dunkelster Kapitel deutscher Geschichte, notwendige Erinnerungsarbeit zu leisten, sodass die Beschäftigung mit dem Thema entsprechend befördert wird. Das ist notwendig, weil es um menschliche Schicksale der Opfer geht und um deren Würde. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Kahnt. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Martina Feldmeier für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem beschönigten Ausdruck Euthanasie wurden in der NS-Zeit kranke, behinderte Menschen, stigmatisierte und teilweise auch einfach unliebsame Menschen zu Hunderttausenden ermordet. Und dies geschah nicht irgendwo, weit weg, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit. Nein, das geschah mitten unter den damals lebenden Menschen, auch im heutigen Hessen. Die Heil- und Pflegeanstalt Hadamar war eine der 6 Mordanstalten des Deutschen Reiches. Hier wurden zwischen 1941 und März 1945 fast 15.000 Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen ermordet. Und diese Tötungsanstalt war Teil eines Geflechts von Anstalten und Zwischenanstalten, das einzig dem Zweck diente, Menschen, die in den Augen der NS-Rassenhygiene, in Anführungszeichen, kein Recht zu leben hatten, und nur das Sozial- und Gesundheitssystem nach deren Vorstellung belasteten, die wollte man töten. Und damals herrschte der Begriff des Volkskörpers vor, also das deutsche Volk ein Volkskörper in Anführungszeichen, der nicht von außen geschädigt werden darf oder durch Teile, die schwach sind oder krank. Und wer heutzutage noch von diesem Begriff Volkskörper schwadroniert oder von brandigen Gliedern wie Höcke, der hat jede Mitwirkung an einem Antrag der demokratischen Fraktionen hier in diesem Antrag zu diesem Thema natürlich verwirkt. Auf einem NS-Propagandaplakat damals stand, ich zitiere, täglich 5 Reichsmark 50 kostet den Staat ein Erbkranker. Für 5 Reichsmark 50 kann eine erbgesunde Familie einen Tag leben. Zitat zu Ende. Diese Doktrin wurde also öffentlich verbreitet und keineswegs clandestin vollzogen. Die Menschen wussten, was passierte. Männer, Frauen, Kinder wurden mit Bussen nach Hadamar gebracht, vergaß, verbrannt und sollten nach dem Willen der NS-Doktrin dem Vergessen anheimfallen. In der Tötungsanstalt arbeiteten damals um die 100 MitarbeiterInnen und die wohnten natürlich auch in Hadamar und Umgebung.
Mit ihrem Wissen und unter Anleitung von Ärzten und PflegerInnen wurde entschieden, wer getötet wird, und wurde die Ermordung vollzogen. Die Ärzte waren Teil und ausführender Arm des Tötungsapparates, Ärzte, die den Hippokratischen Eid abgelegt hatten. Sowohl in der ersten Phase, der sogenannten T4-Phase, als auch in der zweiten Phase, wo Menschen einfach totgespritzt wurden oder auch totgehungert wurden, waren Ärzte und Krankenpflegerinnen beteiligt. Und eine der Schwestern, Pauline Kneißler, sagte 1947 im Frankfurter Hadamar-Prozess aus, dass sie doch nur das gemacht habe, was der Arzt in Anführungszeichen verordnet habe. Einmal habe er Hustensaft, Brustwickel verordnet und einmal eben halt den Tod. Ihre und die Aussagen der anderen Ärzte und Schwestern zeigen überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Es ist bitter, dass es nur wenige Verurteilungen gab. Jahrzehnte noch nach dem Krieg wurden Zwangssterilisation und NS-Euthanasie nicht als Verbrechen angesehen. Das Unrecht ging also einfach so weiter, auch hier bei uns im heutigen Hessen, in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern. Erst seit den 80er Jahren gibt es eine systematische und öffentlichkeitswirksame Aufarbeitung der Geschehnisse. Sehr lange mussten die Opfer und Angehörige darauf warten, dass die Namen der Opfer in einem Gedenkbuch in Hadamar veröffentlicht wurden. Es ist wichtig, dass den Opfern ihre Namen und Biografien zurückgegeben werden. All die Menschen, die im Keller von Hadamar getötet wurden, waren Individuen. Jedes einzelne Schicksal muss erzählt werden, muss erinnert werden. Wir dürfen die Menschen nicht vergessen. Denn das war es doch, was die Nationalsozialisten wollten. Sie wollten, dass die Menschen ausgelöscht und vergessen werden. Und daher ist der authentische Ort der Verbrechen, die Gedenkstätte Hadamar, einfach so wichtig. Hier erfährt man nicht einfach nur aus Geschichtsbüchern, was passiert ist. Die grausame Geschichte ist dort manifestiert und zeigt sich als Erinnerungsort. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Ort zu erhalten und das Wissen an die junge Generation, an die nächsten Generationen weiterzugeben, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Meine Damen und Herren, aber auch die Aufarbeitung ist nicht zu Ende. Sie muss weitergehen. Was geschah in den Zwischenanstalten der Tötungsanstalt Hadamar? Was geschah in Herborn, Weilmünster, Eltville und Idstein? Wo sind die Grablagen all der ermordeten Kinder und Jugendliche und wie wurde erinnerungspolitisch mit diesen Verbrechen umgegangen? Das sind Fragen, die noch nicht geklärt sind. Und deswegen ist es gut, dass der Landtag hier auch einen Haushaltsänderungsantrag auf den Weg gebracht hat, wo genau diesen Fragen nachgegangen wird. Meine Damen und Herren, es ist Zeit und wichtig, dass die Gedenkstätte Hadamar und der Landeswohlfahrtsverband mit der Neukonzeption von Land und Bund unterstützt werden. Wir dürfen die Opfer nicht vergessen und müssen diesen Gedenk- und Lernort stärken. Vor dem aktuellen Hintergrund von Hass und Ausgrenzung, Diskriminierung und Abwertung von Menschen müssen wir noch mehr bestrebt sein, die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit voranzutreiben und Verantwortung übernehmen. Es gibt keinen Schlussstrich und wir müssen uns alle zusammen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft jeden Tag aufs Neue eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wilken für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hadamar ist unverzichtbarer Bestandteil unserer Erinnerungskultur. Von daher schließen wir uns den antragstellenden Fraktionen vollumfänglich an, vor allen Dingen auch im Lob und Dank für den Landeswohlfahrtsverband, eine leider viel zu häufig wenig beachtete Institution unserer Sozialpolitik. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Hadamar als zentrale Gedenkstätte finanziell unterstützt wird. Wir sehen das sogar als eine Selbstverständlichkeit an. Sie erwähnen in Ihrem Antrag im Punkt 5, dass wir durchaus immer noch bei einem ersten Schritt sind. Und ich schließe da jetzt an meine Vorrednerin, Frau Feldmayer, an und spreche ein wenig über Zukunftsmusik. Hadamar, Frau Feldmayer hat es auch erwähnt, ist nicht der einzige hessische Ort, der an der Durchführung der nationalsozialistischen T4-Aktion beteiligt war, die zum Ziel hatte, krankes
und in deren Sprachgebrauch unwertes Leben auszulöschen. Es gab zum Beispiel auch den Idsteiner Kalmenhof als psychiatrische Einrichtung, in der Jugendliche, deren Leben von den Nationalsozialisten wieder deren Sprachgebrauch als lebensunwert eingestuft worden war. Dennoch sollte genau dieser Kalmenhof durch Vitos verkauft werden, und nur durch Protest vor Ort und engagierte Menschen wurde eine Komplettveräußerung der Immobilie verhindert. Ich finde, wir sollten uns gemeinsam dafür einsetzen, dass auch dort, ähnlich wie in Hadamar, eine Dauerausstellung entsteht, die die historischen Ereignisse didaktisch aufarbeitet. Wir können uns hier ein Beispiel am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg nehmen. Dort wurde zum Beispiel ein Audio-Walk Patientenmord entwickelt. Damit, mit solchen Beispielen, wird städtischer Raum auch zum Gedächtnisraum transformiert. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in Hessen nicht nur eine Route der Industriekultur haben, sondern auch in Erinnerung an Faschismus und Tötungsmaschinerie uns noch stärker engagieren. Wir schlagen auch zum Beispiel vor, eine Professur zum Beispiel an der Uni Gießen oder Marburg einzurichten, eine Professur auszugestalten, die einen Schwerpunkt auf die Erforschung der Geschichte der Euthanasie und der Faschoideologie, insbesondere auf Menschen in Bezug auf Menschen mit Behinderung legt und erforscht. Denn was wir doch gerade erleben, ist, dass die rechte Bewegung gerade unsere Inklusionsmaßnahmen angreift. Und wir heute wieder den Bezug herstellen müssen, wohin diese Entwicklung bereits in der deutschen Geschichte einmal geführt hat. Die Auswirkungen auf die damalige Gesellschaft, den Umgang mit behinderten Menschen, das Leben der betroffenen Familien im sozialen Kontext ihres Wohnorts, Alltagserfahrungen, Auswirkungen auf die Alltagsideologie. Meine Damen und Herren, also vollumfänglicher Lob und Dank seitens meiner Fraktion und mir und ein paar Hinweise darauf, dass noch mehr zu tun ist, packen wir es an. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Wintermeyer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mich herzlich für die Diskussion und auch den vorliegenden Antrag bedanken. Diese Diskussion ist dem Thema Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar auch sehr angemessen, angesichts der dahinterliegenden Tragödie von Menschenverachtung, von Selektion, Unwerten oder Unwürdigen oder Würdigen oder Werten Lebens, des Krankenmordes, des Leides und der 10.000-fachen Ermordung unschuldiger und hilflos ausgelieferter Menschen durch das Nazi-Regime und ihre Schergen, und ich betone auch durch ihre medizinischen Schergen. Der Hessischen Landesregierung ist es und bleibt es wichtig, meine Damen und Herren, ja, es ist eines unserer Grundanliegen, entschieden zu mahnen, aufzuklären und alles dafür zu tun, dass es nie wieder zu solchen abgrundtiefen, verwerflichen Verbrechen kommt. Meine Damen und Herren, dieses dunkle Kapitel der hessischen und der deutschen Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten und ist daher unser aller Aufgabe, an die Opfer von Hadamar zu erinnern und ihnen auch immer wieder zu gedenken. Die dortige, seit 1983 aufgebaute und 1991 verstetigte Ausstellung wird nun mit großem Engagement überarbeitet, ausgebaut und an die modernen pädagogischen und didaktischen Konzepte der Erinnerungskultur angepasst. Bereits vor 2 Jahren hat unser Ministerpräsident Bouffier in Verhandlungen mit dem Bund erreichen können, dass der Bund sich erneut mit 5,42 Millionen Euro daran beteiligt.
Wir, die Hessische Landesregierung, unterstützen dank der Haushaltsberatung und Abstimmung hier des Hessischen Landtages die Gedenkstätte Hadamar bis 2025 im Rahmen institutioneller und konzeptioneller Förderung mit insgesamt 4,07 Millionen Euro. Und, meine Damen und Herren, es wurde schon gesagt, auch der Landeswohlfahrtsverband als heutiger Träger ist intensiv mit 4,6 Millionen Euro daran engagiert. Wir sehen uns durch die heutige Diskussion auf unserem Weg Hadamar gemeinsam als nationale Gedenkstätte und als historisches Mahnmal auszubauen bestätigt. Und ich möchte auch ausdrücklich mich deshalb für die engagierte Zusammenarbeit mit dem Landeswohlfahrtsverband, allen voran bei Frau Direktorin Seibert und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich selbert bedanken, auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sehr geehrte Damen und Herren, diese gemeinsame Anstrengung vom LWV, vom Bund, von der Landesregierung, diese gemeinsame Anstrengung aller ist für uns ein wichtiges Zeichen. Und deswegen gilt es auch der Landeszentrale für politische Bildung in Hessen zu danken, die die Gedenkstätte Hadamar mit 100.000 Euro für digitale Angebote und Zeitzeugenprogramme unterstützt. Und das möchte ich hier auch noch einmal ausdrücklich ansprechen. Meine Damen und Herren, eine gute Entwicklungsperspektive für Hadamar, für die Gedenkstätte, besteht. Die Besucherzahlen, sie sind schon angesprochen worden, der Gedenkstätte Hadamar, haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Hadamar war 2019 mit Abstand die besucherstärkste Gedenkstätte in Hessen. Dies sollte anerkannt und gewürdigt werden. Denn hier leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zusammen mit den vielen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den abgeordneten Lehrkräften, und ich will sie auch nicht vergessen, mit den FSJlern, die dort in Hadamar tätig sind, eine engagierte und, wie ich meine, auch fachlich versierte Arbeit. Und dafür möchte ich auch sehr anerkennend seitens der Hessischen Landesregierung danken. Meine Damen und Herren, Hadamar wird mit der Umgestaltung zur größten und zur bedeutendsten NS-Gedenkstätte in unserem Land Hessen. Die Hessische Landesregierung wird die weiteren Schritte auf diesem Weg aufmerksam begleiten und selbstverständlich von Herzen und aus voller Überzeugung fördern. Meine Damen und Herren, der Präsident des Hessischen Landtages hat am 26. März diesen Jahres Hadamar besucht. Am 76. Jahrestag der Befreiung durch die US-Armee 1945. Er sagte vor Ort, es gilt, die Toten zu ehren und aus der Geschichte zu lernen. Dem ist auch seitens der Hessischen Landesregierung nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Wir sind damit am Ende der Beratungen dieses Antrages. Soll der in den Ausschuss oder wird er heute Abend abgestimmt? Geht in den Ausschuss, also in den Hauptausschuss, ja? Okay, dann können wir heute Abend abstimmen, ja, in der Abstimmungsrunde. So machen wir es, alles klar.